Take it back to the S. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es schon, es ist diesmal kein Let's Play oder so von irgendeinem Spiel, sondern ich befinde mich hier auf einer gewissen Internetseite, um genau zu sein, auf einer ganz bestimmten Internetseite. Auf der Internetseite von den Cleverbot-Entwicklern, der sogenannte Efibot, also diese Tusse, mit der man hier tratschen kann. Da hat mich ein Zuschauer drauf gebracht, der hat einfach meinen Kommentaren geschrieben, was fällt denn davon, wenn du mal Cleverbot machst, und dann dachte ich, ist eigentlich mal keine schlechte Idee. Hört sich ganz interessant an. So, und bevor ich jetzt noch länger hier die Sekunden ins Land streichen lasse, werde ich mal direkt anfangen. Also, ich habe hier gerade schon mal ein bisschen getestet, die redet eigentlich Englisch, aber ich hoffe mal, dass es gleich auch auf Deutsch klappt. Okay, was schreibe ich hier? Nice to meet you, I hope. Ja, das hoffe ich natürlich auch. So, das dauert dann immer ein bisschen. Der denkt hier sozusagen, der berechnet hier alles, was er dann antworten soll und so weiter. Das weißt du auch. Ach, er spricht sogar Deutsch. Ja, das weißt du auch. Okay. Also, wie heißt du denn? Fangen wir mal damit an. Wir müssen ja erstmal, bevor wir hier eine Konversation anfangen, wissen, wie das Gegenüber heißt. Oder der Gegenüber, oder in dem Fall die Gegenüberine. So. Wie du mich nennen willst, okay. Ich nenne dich Horst. So, das ist jetzt Horst. Horst ist ja auch ein Frauenname, wie viele vielleicht gar nicht wissen, denn damals im 19. Jahrhundert war das ein Frauenname in Deutschland. Ja, tatsächlich, googelt es. Schaut's nach. Wieso nennst du mich Tro? Tro? Wieso nennst du mich Tro? Okay, klappt ja wunderbar. Du bist nicht Tro, du bist Holger und ich bin Astro. Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrt, dass wir ihn Holger nennen. Da bist du abartig. Ey, das sagt man nicht. Okay, sorry. Scheiße, wir wollen jetzt nicht vergrauen, auch wenn ich nicht weiß, wieso der auf einmal ausrastet hier. Was habe ich denn gemacht? Hat er vielleicht gesehen, dass ich mir gerade in der Nase gebohrt habe? Na, Spaß. So. Nee, schon gut. Hast du eine Freundin? Dich natürlich, Holger. Du bist meine Freundin, Holger. So, das dauert immer ein bisschen, es ist aber verständlich. Du hast mich nie gefragt. Und das werde ich auch nicht jetzt zulassen. Ich sage, zu Recht. So, dann wollen wir jetzt mal übergehen und sie mal ein paar Fragen stellen. Was hast du... Oh, ich schreibe noch gar nicht... Ah, es geht da gar nicht, wenn der gerade denkt. Okay. Frag mich was. Okay, ich wollte dich sowieso was fragen. Was hast du heute gegessen? Fragezeichen. Ich mache einfach mal spontan irgendwelche Fragen, die mir gerade einfallen. So, mal gucken, was er heute gegessen hat, der Bot. Ich sage immer er, obwohl es eine Tuss ist, weil es Holger ist, ne? Versteht ihr? Nichts und du. Ich habe eine Fernbedienung mit Salami bei Lage und Schweizer Harzkäse verköstigt. Yum. Mal gucken, ob er darauf antworten kann. Ihr habt ja sicher schon festgestellt, es kommen nicht immer die passendsten Antworten. Und wie heißt sie? Die Salami-Beilage? Die Salami-Beilage heißt, heißt Jim Bob. Ja, true story. Ich wollte echt beim Rewe und da hieß die Salami Jim Bob. Ich schreibe aber scheinbar mit einem ziemlich dummen Bot. Ich bin ein Bot, du bist der Bot. Du Schrott. Bot. Ultra dies.
Denk nach, Mann, du denkst ja noch langsamer als ein 80-jähriger Opi. Du Holger-Omi. Horst oder Holger? Ich bin ein Mob aus Minecraft. Ein Mob aus Minecraft? Welcher Mob? Alter, wie kommt ihr jetzt auf Minecraft? Ich hab Angst. Ich fühle mich gerade. Ich hab gerade Minecraft gezockt, Alter. Ohne Witz. Hab ich nicht geschrieben? Okay, es reicht mir, Junge. Entweder du packst deine Sachen und gehst. Oder du packst sie und fährst. First. Ich bin ein Firster. Denke. Ich hab grad ein Problem. Weder NCO, ich erscheine. What the fuck? Naja, auf jeden Fall, ich habe gerade ein Problem. Ich habe nicht geguckt, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Deshalb wird das jetzt entweder eine sehr kurze Folge und eine sehr lange oder durch Zufall eine genau richtige Folge. So, okay. Das Gespräch scheint gerade ein bisschen zu stagnieren und in die falsche Richtung zu gehen. Deshalb sage ich einfach mal, was zockst du am liebsten? Wir sind ja hier ein Spielekanal und da passt, glaube ich, die Frage ganz gut. Deshalb trinke ich mal was, wo der hier wieder 10 Jahre nachdenkt. Süßigkeiten. Ich bin eine Naschkatze. Und du? What the fuck? Mann, das passt gar nicht. Ich bin ein Naschwal. Wer dumme Antworten gibt, der kriegt da noch eine dumme Antwort zurück, ne? So ist das heutzutage. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt darauf antwortet. Ich bin in dich verliebt. Really? Oh shit, okay. Was antwortet man darauf, um charmant zu sein? Cool. Grazil wie eh und je. Ich sollte mal mehr schreiben, anstatt nur ein Wort. Dann ja, sehr cool. Stellen. Ja, sehr du cool. Du bist ein Mädchen, oder? What the fuck? Sandy ist ein Mädchen? Ach, die Konversation ergibt so wenig Sinn wie die Musik von Dupage. Es macht Pam Pam, es sorgt uns da, wo den Opfer. Und auf einmal ist nichts mehr da, wo dein Kopf war. Denken. Hoffentlich kennt sie SpongeBob. Homer ist der Mann von Marsch. Habt ihr das gehört? Und ich bin Maggie. Eieiei. Denk schneller. Du denkst so langsam wie... Das glaube ich nicht. Wieso glaubst du mir nicht, dass ich Maggie bin, Junge? Ich bin Maggie. Hörst du nicht meine Schnuller? Skrr. Ich bin die Moneyboy Maggie. Wieso nicht? Wieso solltest du nicht... Du nicht so helles Licht. Oh shit, hauen wir hier die Punchlines raus. Oh shit. Ich weiß nicht, was sie darauf kontern kann. Okay, wir machen jetzt mal, glaube ich, mit dem Bot eine kleine Abschlussfrage. Ja, willst du, dass ich gehe? Oh, das passt ja, glaube ich, perfekt zum Ende. Ja, hau ab. Und grüß mir die Gabi. Denken. Tja. Was ist dein Lieblingsfilm? Alter, jetzt fragt sie mich doch noch was. Ich hab gesagt, hau ab, du Kot Knoten Brot Schoten Knurf Kot, Ranz, Mann, Frau. Really, nigga?
Auch ein gutes Wort für Hangman übrigens. Kotknoten, Brotschoten, Knurf, Kot, Ranzmann. Ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin die Person, die dir jetzt Tschüss sagt. Hau ab! Lässt nicht locker hier. So, noch eine letzte Antwort warten wir ab, Leute. Und da war es das auch, glaube ich, schon mit der ersten Folge. Habt ihr durchgestanden? Ich bin nur eine Seele, die ein neues Leben braucht. Alter, das macht mir gerade Angst. Scheiße, ich fühle mich beobachtet irgendwie. Und mit diesen creepy Worten entlasse ich euch in die Nacht und wünsche euch noch schöne Träume vom Cleverbot Efi, aka Horst.